Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video an diesem wunderbaren Sonntagabend. Heute mal nicht vor der Cam. GPL-Video, wo ich nicht vor der Cam bin, das hört mal was. Aber wir reden heute ganz gemütlich ein bisschen. Ich möchte nämlich ganz gerne die Gruppenphase Revue passieren lassen. So ein bisschen über die Sachen reden, was so passiert ist, auf die Mons eingehen, meine Mons. Und da heute der Draft war, werde ich auch gleich auf meine potenziellen neuen Mons eingehen. Ha, ich nehme das Video vor dem Livestream auf. Das ist risky. Ich bin mir sicher, dass niemand damit rechnet, was ich picken möchte. Deswegen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Tabelle ein. Und nach 11 Spieltagen steht der alle Ficker, der Spacko, einfach auf Platz 1. Von 12 Leuten sind wir jetzt Erster geworden und haben damit zusammen mit Barry, der auf Platz 2 ist, ein Freilos fürs Achtelfinale. Das heißt, nächste Woche Sonntag wird von mir kein GPL-Kampf kommen, weil ich bin automatisch weiter. Das heißt, stellt euch vor, ich habe diesen Kampf 6-0 gewonnen. Stellt euch vor, es war gegen Lauris. Okay, nein. Wir wollen jetzt hier Lauris natürlich nicht trash-talken. Gegen den wir, by the way, potenziell im Viertelfinale dann wieder müssen, wenn er gegen Ele gewinnt. Dann haben wir 2 Matches hintereinander hier gegen Lauris. Aber okay. Wie gesagt, Barry und ich haben einen Free-Win bekommen, quasi für die erste Runde. So als kleiner Reward dafür, dass man Erster oder Zweiter geworden ist. So haben die ein paar mehr Vorteile als die, die auf Platz 3 bis 6 gelandet sind. Aber ja, wir haben einfach gewonnen. Und ich möchte eins mal gleich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt in einem Match potenziell weggehext werde, ist hoch. Weil wenn ich einmal weggehext werde, bin ich raus. Bei einer Liga kann das passieren. Da habe ich ja 2-mal verloren. Und bin trotzdem Erster gewonnen. Das geht. Allerdings sind das Playoffs. Das heißt, einmal verlieren, man ist raus. Und ich möchte gleich sagen, das ist eine ganz normale Regel, Guys. Sollte das passieren, nehmt das sportlich. Ich nehme das auch sportlich. Dann ist es halt so. Das ist Pokémon. Wir stellen uns alle darauf ein, dass die Sachen passieren können. Wir wurden alle schon mal weggehext. Das ist absolut fein. Und wenn es die größten Hacks sind, bin ich der, der am ehesten drüber lacht. Im Nachhinein, wenn die Kamera aus ist, werde ich weinen, aber das ist vollkommen fein. Wie gesagt, Erster, ich hätte einfach selber nie damit gerechnet. Ich dachte, wahrscheinlich wie jeder andere auch, dass ich vielleicht so um Platz 5 bis 6 mitspiele. Da haben mich auch die meisten gesehen, auch ich mich selbst. Und am Ende lief es tatsächlich gut. Und ich finde tatsächlich, dass ich damit eine Sache gezeigt habe, und zwar, dass man nicht das Hyper-Killer-Team braucht. Mein Team wurde von sehr vielen Leuten kritisch beurteilt, sondern ich habe einfach von vornherein Mons gepickt. Mir war egal, ob die gut zusammenpassen. Klar, man hat ein bisschen drauf geachtet, dass man jetzt nicht 50.000 Feuerschwächen hat oder sowas. Aber sonst habe ich einfach nur das gepickt, worauf ich Bock hatte. Mons, die ich schon lange mal haben wollte. Pickt in so einer Liga nicht Tryhard-Shit, der bei anderen funktioniert. Pickt das, worauf ihr Bock habt, mit dem ihr auskommt, wo ihr unbedingt mal mitspielen wollt. Und dann wird das vielleicht was, weil sowas bei mir. Dieses Team, ich hab's alleine so zusammengestellt, ich habe mir so von ein paar Leuten so ein bisschen, nicht Hilfe geholt, aber inspirieren lassen. Zum Beispiel wollte Emmy, dass ich Shaymin pick, weil sie findet Shaymin süß. Und dann dachte ich, ey, Shaymin wollte ich eigentlich auch schon mal spielen. Und dann pick ich das jetzt, dann ist sie glücklich. Lavados wollte ich picken, weil ich schon mal Zapdos und Arctos in der Liga hatte und ich wollte Lavados jetzt nicht benachteiligen, deswegen dachte ich, hole ich auch mal Lavados. Und dann war Nego und Katagami, wollte ich auch schon mal. So, pickt, worauf ihr Bock habt, Guys. Pickt einfach, worauf ihr Bock habt und dann wird das schon. So, gehen wir mal auf die Mons ein. Und zwar, wie oft war jedes Mon jetzt eigentlich dabei in diesen 11 Kämpfen und wie viele Kills hat es gemacht? Und dann fangen wir erstmal mit dem untersten Mon an und das ist Lavados. War ein einziges Mal dabei, war gegen Present und hat auch keinen Kill geholt. War blöd von mir. Lavados hatte ein super gutes Matchup gegen Present. Gegen Present habe ich ja dann auch unter anderem verloren. Eins der 2 Matches, das andere war gegen Maxi. Ja, hätte ich definitiv besser machen müssen. Das ist so das Match, was mich, glaube ich, am ehesten trifft. Sogar mehr als das gegen Maxi, obwohl das gegen Maxi hextechnisch unglücklicher war. Das gegen Present regt mich in der Hinsicht auf, dass ich relativ hohe Chancen hatte zu gewinnen, wenn ich einfach von Anfang an komplett konzentriert gespielt hätte und nicht das zweite Mon Galagladi mit einem Einsatz und keinem Kill straight in Runde 2 wegwerf. Das war voll gut gegen den und ich hab's weggeworfen. Ich war einfach behindert, aber das ist okay. Beide Mons tatsächlich nur einmal dabei gegen Present jeweils. Die hatten ein gutes Matchup gegen den und ich habe reingeschissen. Selbst einfach habe ich, weil ich inkompetent war. Deswegen trotzdem coole Mons, Mann. Trotzdem coole Mons. Dann kommt weiter, und zwar Rotom. Das ist sogar das letzte Mon, was gar keinen Kill geholt hat. War aber viermal dabei. Rotom soll keine Kills machen.
Rotom ist ein Schwebemon, das heißt Giftspitzen und Stachler sind egal, es kann defoggen, es kriegt von Tarnsteinen nur normalen Schaden. Es ist zum Supporten da, auch mit ein bisschen Schmarotzer anchippen, mit Willow oder Toxic irgendwas machen, vielleicht mit Volt Switch ein bisschen die Advantage holen. Den Job hat's gemacht, viermal finde ich für meinen D-Pick, das ist mein regulärer D-Pick, vollkommen in Ordnung. Deswegen Rotom, definitiv Props. Dann haben wir Milotic. Wer die OPL bei mir geguckt hat, weiß, dass Milotic einfach der MVP in der OPL war. Hier war Milotic tatsächlich 8-mal dabei von 11, was eine ordentliche Hausnummer ist. Aber nur ein Kill geholt. Trotzdem war Milotic super wichtig, weil es so diese Mons ein bisschen in Schach gehalten hat, wie Barrys Glurak. Es war im Notfall gegen das Brutalander von Lauris da. Haze ist halt super gut. Es macht einfach good work. Hat auch mit der potenziell Marvel Scale, wenn es einen Burn oder einen Toxic abbekommt, tankt es einfach noch mehr. Es hat Competitive, das heißt, ich glaube, Max war der Einzige, der Sticky Web, glaube ich, hatte. Mit seinem. Mit welchem hatte er denn das nochmal? Moment. Was war Max Sticky Web User? Voltula, was glaube ich denn? Das war einfach Voltula. Und dadurch dann Competitive, weil wenn ich minus 1 Init gehe, gehe ich plus 2 Special Tech. Ne, gegen Timo hatte ich auch noch. Wegen dem Bedroher von Lando potenziell. Trotzdem, Milotic war einfach gut. Ich konnte in viele Sachen einfach reinswitchen. Das war da, wenn ich es gebraucht habe. Props dafür. Und das nächste Mon, was sich ebenfalls einen Kill geholt hat, gegen Kyurem Black von Kusha, war Miltank mit den Rocks tatsächlich. Ein Rank über Milo, weil es nur 5 Einsätze gebraucht hat dafür. Es ist mein reliablester Rock-Setter. Ich habe ja nur 2 mit Anego und Miltank. Und Miltank ist ja definitiv der bessere Rocksetter. Das kriegt die Rocks eigentlich immer raus. Hat ein Milchgetränk, kann sich heilen. Cooles Mon. Wollte ich schon mal picken. Definitiv cool. Dann geht's weiter. Shaymin war tatsächlich nur 4-mal dabei. Ja, da war 5 Kills geholt. Im Match gegen Maxi hätte es, wenn es tatsächlich den Speedtag gewonnen hätte, 6 Kills geholt. Aber sei es drum. Im letzten Kampf war es dabei gegen Lauris, aber da kam es ja nicht rein. Deswegen hat es den quasi in 3 Kämpfen, 5, in 3 Einsätzen wirklich in 5 Kills gemacht. Und das ist definitiv gut. Das ist bulky, konnte ich zum Beispiel in Lucario einfach ohne Bedenken reinwerfen von Liam. Hat den Movepool, den es hat, das reicht dem Ding eigentlich. Hat gegen Marvin auch gut gespielt, wobei das ja immer noch das Match war, wo ich eigentlich hätte verlieren müssen. Trotzdem hat es da good work gemacht als speziell defensiver Leech Seed und Toxic Staller so ein bisschen. Shaymin auf jeden Fall cooles Mon. Und es hat einen süßen Ruf. So, dann gehen wir weiter. Und ich würde sagen fast, das ist so ein geheimer MVP so ein bisschen. Und zwar Greninja war von 11-mal 10-mal dabei. Lediglich gegen Present war es nicht dabei. Hat 6 Kills geholt. Für den B-Pick definitiv geht das fit. Ich meine, alles was danach kommt ist jetzt nur noch A- und S-Rang. Und ja, es hat mit Rocks und Toxic Spike good work gemacht. Es hatte, vor allem mit dem Water Shuriken, hat es ab und an mal mir aus einer brenzligen Lage rausgeholfen. Alleine, wenn ich denke, dass der erste Kill den Grand geholt hat, das Lucha von Barry war. Und hätte er Rocks gelegt gehabt zu diesem Zeitpunkt und mein Fokus Gold war weg gewesen, hätte ich potenziell Probleme gegen Lucha bekommen. Und da hat er Grand einfach mit dem Sash und dann mit Ice Beam und Water Shuriken halt Lucha rausgehauen, was gut war. Und dadurch war halt dann wiederum für Anego auch so ein bisschen freie Bahn. Und ja, es supportet so gut. Ne? Es macht nicht das, was ein Water-Type macht, es macht das, was Gren macht. Und das war einfach gut. Und es ist ein Shiny ziemlich cool. Dann geht's weiter. Und zwar zu dem Mutterficker schlechthin. Grabbit. War 7-mal dabei und hat 9 Kills geholt. Ist ein A-Pick. Ich meine, 7-mal dabei, 9 Kills, geht von A-Pick definitiv fit. Wir sind jetzt nämlich an dem Punkt angekommen, wo es mehr Kills als Einsätze gibt. Es ist halt Grabbit, ne? Es gibt halt kein Switchen in dieses Ding. Es hätte potenziell, wenn es tatsächlich mit dem Knock-Off das Bronzong von Present gecrittet hätte, hätte es tatsächlich auch noch Present besiegt. Aber darauf kann man natürlich nicht hoffen. Und trotzdem einfach diese Prio, die Grabbit hat mit der Quick Attack und dann die Fähigkeit ist halt verbombt. Es gibt halt einfach keinen Switch-In für dieses Teil. Kannst du nicht sagen. Gibt's halt legit nicht. Das boxt alles weg. Und wenn du dann versuchst, ein physisch-defensives Tangela mit Evoliten reinzuholen, dann kriegst du halt erstmal einen Knockoff ab und dann ist es auch kein Switch mehr. Der einzige Nachteil ist, dass viele Mons tatsächlich schneller sind. Das heißt, wenn die Leute wirklich Offense mit schnellen Mons gegen mich gebracht haben, dann konnte ich Grabbit höchstens mal als Quick-Attack-User mitnehmen.
Da hat es immer noch gut Work gemacht. Ich meine, das ballert halt immer noch rein mit der Quick Attack. Und es ist der Hase, Mann. Der Hase. Dann geht's weiter zu Altaria. Und Altaria hat bei 10 Einsätzen 12 Kills gemacht. Diese 12 Kills hat es tatsächlich nur in 3 Matches geholt. Es hat nämlich einmal Laurus gesweept, es hat Mindtube gesweept. Und dann hat es noch einen Kill gegen... Gegen wen hat es nochmal diesen letzten Kill geholt? War das gegen Marvin? Bin mir nicht mehr sicher. Gegen irgendjemand hat es noch einen Kill geholt. Aber Altaria war einfach so gut als Check gegen so vieles. Es hat Kushas Low Punny einfach komplett gewallt. Es hat speziell defensiv Boreos von Maxi einfach gewallt und war Boreos das Setup voll, da es halt paralysiert war und ich speziell defensiv mit Roost und Watteschild war. Es ist einfach geil. Du kannst es speziell spielen, du kannst es physisch spielen. Das heißt, die Leute können versuchen, es zu burnen. Dann musst du erstens Angst haben, dass da eine Feenschicht-Fassade kommt. Oder es ist speziell und dann bringt dir das Irrlicht auch nichts. Und dann ist es gut, weil kein Toxic drauf ist. Es verliert seine Rocks-Schwäche, wenn es einmal gemegert ist. Hat dann mit dem Fairy Dragon-Typing ein sehr gutes Typing. Ich meine, es gibt legit noch 3 Schwächen, die es dann hat. Was halt Stahl, Gift und Eis ist. Und für 2 von 3 habe ich zum Beispiel Milotic und ich meine, ja, jetzt Giftattacken gegen Milotic, das tankt halt auch noch relativ gut weg. Wobei ich da auch noch einen Katagami und einen Anego habe und was weiß ich, einen Rotom haben wir auch noch. Vieles. Von dem her Altaria hat definitiv richtig gut Work gemacht und 12 Kills geht fit. Dann gehen wir weiter zu meinem anderen Aspekt und das Katagami hat in 7 Einsätzen 13 Kills geholt. Immer wieder einen Kill geholt, Max gesweept. Ich habe sehr oft gesweept diese Season. Ich meine, ich habe alleine 2x6-0 gewonnen. Das habe ich, glaube vorher noch nie geschafft in der GPL. Das Katagami. Es hat 109 Speed. Diese 109 sind einfach so pornös, weil du diese 108er Outspeed hast. So Zeugs wie Keldeo, auch wenn wir es nicht in der Liga haben. Mo zum Beispiel hat sich auch verschätzt und dachte, Panferno wäre schneller, aber Panferno 108. Katagami 109. Auch Max Voltula hätte 108 gehabt. Und das heißt, Fullspeed Katagami ist halt einfach gut. Und wenn es einen Kill holt, kriegt es einen Attack Boost. Und dann böllert es halt richtig. Und alle sagen immer so, ja, es hat ja voll schwache Moves. Und dann denke ich mal immer so, ja, es hat eine Leaf Blade mit 90 Stärke, was ein Step ist. Was hat Mega Alakazam? Was hat auch nur eine Psychokinese, die 90 ist? Man braucht nicht immer diese krassen Moves. Oder nimmst einen Kyurem. Das hat Earth Power Ice Beam. Es hat halt diesen monströsen Angriff. Und den hat Katagami halt auch. Das heißt, es böllert halt trotzdem. Klar, der Move Pool ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste. Gerade sowas gegen Panzer Aeron macht er halt nicht viel gegen. Oder Katagami macht nicht viel gegen Panzer Aeron. Panzer Aeron kann er einfach, was weiß ich, HP Fire drücken. Wobei, ich glaube, Panzer Aeron kann keine Heatwave, weil es ein Stahltyp ist. Aber ja, Katagami, super geil. Und dann kommen wir zum wahrscheinlich so, ich glaube, keiner hätte gedacht, dass Anego tatsächlich 14 Kills holt bei 9 Einsätzen. Alter, Anego ist cool. Anego ist super. Es ist der prädestinierte Scarfer. Das Ding ist einfach ein Beast. Du kriegst locker easy den Speed Boost, habe ich auch 2x gespielt, weil du den Special Attack Boost nicht immer brauchst und mal auf Speed gehen willst. Es ist halt einfach richtig, richtig gut. Kann man nichts anderes sagen. Es kann Rocks und Toxic Spikes rausholen. Es hat eine Gesteinsattacke, die immer trifft. Ihr wisst gar nicht, wie gut das in einem Format wie diesem hier ist. Andere müssen strugglen, ihre Steinkanten, und ich habe halt einfach, glaube ich, mit einem der einzigen Juwelenkraft-User. Ich meine, was gibt's noch Großartiges, was Juwelenkraft benutzt? Viel ist das nicht mehr. Das Amagaga ist da vielleicht noch oder sowas. Die meisten Gesteinsmonster sind halt physische Attacker. Und da einfach den Move zu haben, der immer trifft, ist halt geil. Und dann noch eine Sludge Wave hinten drauf. Deswegen hat ein Donnerblitz, ein Strauchler. Du kannst mit Schmarotzer noch Schaden machen. Es hat einen Knockoff, falls du einfach mal irgendeinem Mon einen Evoliten runterhauen möchtest, was halt geil ist. Du hast so vieles einfach. Und das ist halt einfach mega gut und deswegen muss man einfach sagen, verdient 14 Kills, ist damit auch in der Killrangliste Vierter geworden. Katagami war, by the way, Fünfter zusammen mit Presence Manaphy. Vor Anego sind nur noch Presence Aurora mit 15, Parsis Mamutl mit 17 und Rasladero, der maskierte Hurensohn von Barry, mit 19. Also nicht Barry ist der maskierte Hurensohn, sondern Rasadero, wollte ich noch gesagt haben. Und ich bin super stolz auf dieses Team. Ich bin super, super stolz auf meine Leistung.
Ich weiß nicht, ich Grüße gehen raus an den Glücksbringer, der gerade auch zuwinkt. Ich bin gespannt, wie es jetzt in den Playoffs weitergeht. Wie gesagt, es wird nächste Woche am Sonntag dann kein Match kommen. Das kommt gegen Laurus oder Ele. Nichts gegen Laurus, aber ich hoffe, dass es Ele ist, einfach weil ich nicht möchte. Ich möchte nicht zweimal hintereinander direkt gegen Laurus potenziell ran müssen. Deswegen bin ich Team Ele. Richtig, vor allem wenn es kommt wahrscheinlich ein Rap-Battle, wenn ich gegen Ele muss. Da haben wir alle Bock drauf, der Cringe-Moment wird real. An der Stelle aber auch nochmal ein großes, großes Danke, die Resonanz unter den GPL-Kämpfen einfach Bombe. Ich glaube, ihr hattet, wie ich, super viel Spaß an dieser Season bis jetzt. Und die Tatsache, dass ich es dadurch auch geschafft habe, in die Playoffs zu kommen und wir auf jeden Fall mindestens noch einen Kampf haben werden. Vielen Dank. Wirklich. Es bockt einfach, wenn ich die Kommentare lese, die Bewertungen sehe, die Aufrufzahlen. Die Leute haben einfach Bock. Und die Leute supporten die Underdogs. Und wisst ihr was? Ich habe Bock. Ich werde alles geben. Im Viertel, im Halb und im Finale. Falls ich natürlich so weit kommen sollte, dann bis ins Halb und dann ins Finale. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe das erreicht. Mein Ziel war es, in die Playoffs zu kommen. Ich habe mein Ziel aber sowas von überrannt. Also ich habe da 2 extra Runden gedreht. Und stehe jetzt einfach safe im Viertelfinale und ich werde alles geben. Mal gucken, wie weit wir noch kommen werden. Wird definitiv nicht einfacher. Und ja, ihr seht es an der Videolänge. Ich wollte eigentlich noch sagen, welche Mons ich wechsle. Ich wechsle gar keine. Ich behalte sogar Lavados und Galagladi. Sie bauen im Teambuilding einfach Druck auf und ich möchte mein Team nicht umstellen. Es gibt ein Mon, was ich potenziell reingeholt haben möchte. Dafür hätte ich allerdings dann einen CD-Pick rauspacken müssen. Oder auch mein D-Pick. Rotom wäre dann vielleicht rausgekommen. Und ich wollte das nicht so großartig umstellen, weil ich so mein Team eigentlich ganz gut finde. Und deswegen ganz ehrlich, werde dann nicht wechseln. Normalerweise bin ich immer der Freund davon, wenn man ein bisschen neuen Schwung reinbringt. Aber ich weiß nicht. Würde mir persönlich, glaube ich, eher nicht so gut tun. Und ich möchte das Team so behalten. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Was dann am Dienstag ein Display-Opening sein wird. Da geht's los. 3 Parts. Dienstag, Donnerstag, Dienstag. Mit Gewinnspiel. Ihr könnt Geld gewinnen, Guys. Für Card Market. Guckt euch das an. Und ich bin jetzt raus. Die Pokebuzzies sind over and out. Und ich würde sagen, in den Playoffs wird weiter geflurmelt. Hi und willkommen zur Endcard. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast und ich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen und mein Dank gilt auch den Kanalmitgliedern, die hier jetzt aufgelistet sind. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr den Kanal supportet. Links kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und das empfehle ich wirklich. Und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung jetzt am besten zu dir passt. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Resttag und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.